Liebe Zuschauer, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine weitere Folge aus dem Format Let's Try, das ich jetzt aber nicht mehr Let's Try nenne. Grundsätzlich hat sich eigentlich nichts verändert. Ich werde Spiele mit euch ausprobieren und anzocken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir gucken uns das Game an und werden uns mal hier ein bisschen durchlesen, worum es hier geht. Early Access Information. Hi, Rob hier. Hallo, Rob. Danke, dass wir das Spiel unterstützen und es in der Early Access Phase eben begleiten. Bla bla bla, Updates, Grafik, alles toll. Danke, Rob. Finde ich auch gut. Super, Rob. Danke. Es gab ein paar Patch Notes hier gerade. Neueste Option Warp Effect now at current height. Da gab es ein paar Fixes. Outpost Ownership wurde geändert. Wir werden uns auf jeden Fall erstmal das Manual angucken, weil dieses Spiel in meinen Augen sehr komplex ist, aber auch wirklich sehr interessant ist. Das heißt, für alle Weltraum... Fetischisten wollte ich schon sagen, aber ich glaube nicht, dass es einen Weltraumfetisch gibt. Für alle Weltraum Begeisterten, ich glaube, das ist ein schöneres Wort, die sich auch gerne mit ja, Stationen, Handel etc. beschäftigen, ist das hier vielleicht was. Also bleibt mal dran und wir gucken uns das mal an. Was ich auch machen werde, ist, wir werden nämlich das Manual durchgehen auf Englisch und ich werde es gleich in Deutsch übersetzen, damit wir zusammen einen Überblick uns verschaffen können über dieses Spiel. Ich spiele im Übrigen alles auf Super Stunning High in 2K. Auf 165 Hertz. Kann zwar YouTube nicht, aber ihr wisst Bescheid. So, Manuel. Welcome to our new appointment as CEO of the Space Station. Also ich bin sozusagen der Geschäftsführer dieser Station. In this file you will find all you need, bla bla bla. Run the station und so weiter. Okay. The first thing you will need to do is to log onto your computer. Also müssen wir erstmal einloggen. Then you should go into the operations screen, ops, and build a docking bay from the construction menu. Also ich muss an meiner Station erstmal einen Raumhafen mit ranbauen. Und the orange nodes should snap together as you can rotate a segment. Okay, also ich kann auch wirklich hier gleich meine Station ausbauen wie eine Stadt. Also zumindest so ein bisschen Simulation im Sinne von Aufbauspiel, was ich auch sehr geil finde. Wusste ich so gerade auch noch nicht. Dann hier haben wir Command Screen. From this window you can pretty much command your entire company and all your ships and robots. Okay, der Command Screen ist dann dafür da, um eben meine Einheiten zu delegieren und rumzufinden. Ach du Scheiße, seht ihr jetzt den Bildschirm? Das nenne ich mal übersichtlich, ja. If you zoom all the way out, you will see a tactical mode. Okay, das ist natürlich ganz klar im Weltraum, um die Übersicht zu behalten, ja. Also ich denke, wie willst du das denn sonst machen, wenn du wirklich so 50 Einheiten aus dem Weltraum hören? Verstehe ich. Another feature is the subsystem display, which can be brought up by holding down the left shift key. This will show any subsystems on the space station which you can access. Subsystem display shift key, was steht hier? Open, close. Security door, okay. Man sieht auch hier rechts, es gibt hier wirklich schöne, viele, viele schöne Icons, die ich wahrscheinlich benutzen kann. Okay, Ressourcen, ganz klar, brauchen wir auch. There are four types of resources at your disposal. Ironite, which is mined from asteroids and used in the construction of everything you make, which is mined... Warte mal ganz kurz. Warte mal. Die Musik ist ja schön und gut, aber die geht mir gerade ein bisschen auf den Sack bei dem Tutorial hier. Which is mined from asteroids and used in the construction of everything you make. Also hier Ironite Grundbaustoff. You might come across larger Ironite asteroids which hold an almost limited amount of resources. Okay, es gibt auch Ressourcen, oder es gibt auch anscheinend Asteroiden, die fast unendlich Ressourcen beinhalten. Coolant Crystals, which are also mined from asteroids or brought from traders and used to stop the station's reactor from exploding. Kühlflüssigkeit aus diesem Material, aus Coolant Crystals, wird gehandelt und kriege ich auch von Asteroiden. Goods. The goods factory makes your company's products, which you can then sell to traders for money. Ich produziere also in meiner Space Station auch Waren. Money! Used to purchase goods from traders and pay... Ja, gut, wer hätte das gedacht? Was steht da? And to pay for mining rights in Star System. Oh, ich muss sogar Schiffrechte erkaufen mit der Kohle, die ich hier verdiene. Sehr cool. Also, gefällt mir grundsätzlich schon mal sehr gut, die Vielseitigkeit des Games. Taking a Star System. Taking over the galaxy these days is as easy as clicking a few buttons with our new instant outpost. Okay, there are three types of outposts you can build. Also, ich kann auch andere Sternsysteme... mir einverleiben, sage ich mal, oder aneignen, ist ein schönes Wort dafür. Und dafür gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, um das zu tun. Mit einem Mining Outpost. This Outpost upon construction will immediately construct two mining ships and one cargo transport. Also ich bekomme, sobald ich so einen Mining Outpost baue, sofort zwei Mining Ships und ein Cargo, also Transportschiff.
The mining ships will start gathering resources from nearby asteroids and bring them back to the outpost. Das klingt schon mal gut. Just like they do in a docking bay. The only difference is that the cargo ship will then fill up transports the goods back to Yaku. Okay. Der Außenposten wird dann also mit dem Cargo-Schiff die Ressourcen, die gemint werden, zu meinem Hauptposten bringen. Research Outpost. Designed to help you with the research by giving you access to high-level tech. In the future this building will have more features. Okay, ist aktuell eben noch nicht ganz ausgebaut, dieses Feature, diese Research Outpost, aber aktuell hilft er mir auf jeden Fall dazu, höhere Technologien zu erforschen. Defense Outpost, a heavily armed structure with dozens of weapons, points and a long-range mission artillery system. This outpost is designed to defend an entire system from attacks. From attack, okay. Ganz klar, ja, eine Verteidigungsstation. Erstens, to get started, first research and construct the corresponding outpost construction ship at the shipyard. Send the outpost ship to whichever system you want to deploy it in. Bearing in mind, you can only have one outpost per system. If there is already one established in the desired system, you can either capture it, destroy it with ships, or activate its self-destruct feature. A green circle will appear when you can move the outpost to deploy it. Once inside, simply press the deploy button. All outposts come with telebeam pads, which you can use to move troops around within. Also ich kann auch diese Telebeam so, ja, beamen halt, von Star Trek kann man ja, ne, beam up, Scotty und so, kann ich meine Einheiten auch dann zu diesen Stationen beamen. Und hier, grüner Kreis bedeutet, ich kann meine Stationen da setzen und so weiter. Also eigentlich ganz simpel und überschaubar. Hossa, wo sind wir denn da gelandet? Power Management. The power management screen allows you to control the efficiency rating of different power systems. The more a power system gets, the more efficient it is and vice versa. However, the more power you use, the hotter the reactor gets. Okay, mehr Energie, mehr Hitze. So the more coolant is needed to help maintain a constant temperature and stop it exploding. Okay, ich muss es also immer schön kühlen, damit uns das Ding nicht um die Ohren fliegt. Wer hätte das gedacht? Grüße gehen raus an alle Atomkraftwerke. Wollen wir ja nicht, ne? Das ist immer mal nicht so. Wollen wir nicht. The space station also runs in two modes, battle and normal. In battle mode, the station is in full attack mode, diverting the reactor's energy into defense weapons, force fields and shields. Okay, also ich habe halt zwei verschiedene, wie soll ich sagen, Modi. Hier, battle power mode, da geht es dann darum, eben meine Waffen, Schilde und internen Kampfsysteme mit Strom zu versorgen, und das normale Power ist halt Stationsversorgung. Da geht es in Research und Factories, also in Produktion und Forschung, und der Kampfmodus ist da ganz klar alles auf ja, Battle.net. Sehr geil eigentlich, finde ich auch cool, dass es diese zwei Optionen gibt, und auch hier der Kampfmodus ist viel höher. Seht ihr das? Coolant Rate, hier zumindest in dem Beispiel, ist es einfach doppelt so hoch. Das heißt, ich brauche viel mehr Cool Level. In normal mode, the station focuses its energy into research and manufacturing the goods. Both modes cannot operate at the same time. Ja, das habe ich schon gedacht. Man kann beides nicht gleichzeitig benutzen. So make sure are in the best mode for consideration. Engaging the shield or defending grind will automatically switch the station into power mode. Was hier? Engaging the shields or defending... Okay, ich glaube, sobald ich das erhöhe, wechselt der automatisch in den Battle Mode. Cool, klingt ja bis jetzt alles eigentlich sehr spannend. Wer zum Gameplay kommen möchte, ich schätze mal so noch 5 bis 10 Minuten vielleicht mal ein bisschen vorspulen, dann sind wir hier durch. Aber ich würde euch auch raten, hier dran zu bleiben, dass ihr ein bisschen versteht, worum es in dem Spiel überhaupt geht. Most of the units, okay, direct control interface. Most of the units can be direct controlled from the tactical screen by selecting the unit and then pressing the direct control button in the bottom left. Also ich benutze die Einheit, die ich draufklicke und sage direct control. Some aspects of the station can only be done from direct control mode, including das. Docking Bay. To make small ships such as mining shuttles and starfighters, you need to head down to the hangar bay and use the terminal in between bays 3 and 4. Okay. Goods Factory. Your company makes goods to sell to traders and sometimes your objective to win. To do this, find a terminal in a factory and make sure you have enough ironite to start manufacturing. Ironite war, wenn ich mich nicht täusche, die erste Ressource. Ja, ironite, genau, die Standardressource, die ich hier brauche. Okay, also ist der Grundstoff zum Herstellen von Goods, die ich dann wieder in Geld umwandeln kann, etc. Repairing Structures. When a structure is damaged, one of its systems might become damaged. If not repaired, the segment will run at 50% efficiency. To repair it, find the segment's terminal and hit the repair button. Also sobald etwas beschädigt ist, sollte ich es schnellst reparieren, da die Effektivität dann sinkt oder um die Hälfte eben gesunken ist. You can also repair the segment's damaged hull from here too. Okay, also es gibt anscheinend einige Orte in meiner Station, die ich angehen muss, also wirklich zum Terminal laufen muss, um dann dort vor Ort die
die Sachen zu regulieren, Produktion zu steuern, Reparaturen zu machen, Schiffe zu bauen. Das finde ich auch sehr cool, dass es nicht alles so ein Interface ist, dass ich einfach so RTS-mäßig, wenn ihr euch das so sagt, steuere, sondern ich wirklich dahin gehen muss zum Terminal in der Station. Das ist ein sehr schönes, eine sehr schöne Idee. What you might encounter, was mir vielleicht alles so passiert. While trying to make some money, please be aware of the following. Other corporations, also andere Firmen. Unfortunately, you may not be the only CEO in the area trying to make money. Also ich bin aber nicht der Einzige, der Geld verdienen will. Be prepared for full-scale combat, and if you come across any, assassinate and blow them up. Also klar, friss oder stirb, ich hau sie weg oder ich bin dran. Derelict Outposts. These abandoned outposts are just waiting to be taken over. Simply send a troop transport to dock with on and your troops will run into the mainframe to switch back on or just blew it up. Es gibt also auch Außenposten, die verlassen sind, die ich einfach übernehmen kann. Was ja auch wieder sehr cool ist. Das ist so ein bisschen wie so eine Loot-Chest. Ne? Man geht dahin und nimmt sich einfach, was da ist, ohne dafür irgendwas gemacht zu haben. Ja, so, das ist so mein Playstyle. Factions. Some planets in this region are inhabited by human factions who get a little disgruntled. Ich weiß nicht, was das hier ist. Klingt wie grimmig. If you try and build in the space. Ja, ich glaube schon. Ich finde es wohl nicht so geil, heißt dieses Wort. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Disgruntled, was heißt das denn? Kann ich nicht, das Wort. Usually paying them a fee or a bribe, then help them else, they will send the force against you. Okay, also eine Gebühr zu zahlen oder irgendwelche Schmiergelder zu zahlen, reicht eigentlich meistens, um sich mit denen gut zu stellen. Alles klar. Protesters, was? Wie protestieren? Scattered around the region are pesky protesters who just hate big corporations. Ja, die mögen mich nicht, ne? Das sind halt so die Grünen im Weltall. They will shoot inside and will try to. Okay, sind nicht die Grünen, die schießen nämlich nicht. And try to annoy you as much as possible. Also Protesters sehen sie ja so die Oberficker, so wie es aussieht. They will also hunt you down if you sell too many of your goods to traders. Was denn die Pro Was denn das für eine Fraktion? Die Protesters, man, das sieht eher aus wie so Guerilla-Warfare, man, die greifen mich an, beschießen mich. Was ist los mit denen, ey? Komische Leute. Okay. Natural Phenomena. Natural Phenomena. Also Naturphänomene. Space is vast, but there are a few well-documented things you might encounter in this part of space. Rogue Asteroids. Watch out for random asteroids showers, which might pass through, as an impact by one of these will certainly cause a lot of damage. Gut, ich werde einfach getroffen von Asteroiden. Geiler Scheiß. Iron Storms, drifting through space, are these vast clouds, which if you encounter, try and stay as far as away as possible. Okay, du magst hier nicht in den Iron Storm reinkommen. Und die klauen mir meine Kühlflüssigkeit. Die gemeinen Iron Storms hier. Destroying a space station. A step-by-step guide. Das brauche ich nicht übersetzen, oder? Das wisst ihr. Zerstöre eine Space Station. A step-by-step guide on how to destroy an enemy company space station. Also wie ich einen Gegner vom Erdboden verschwinden lasse. Oder vom Weltall, Weltspace-Raum, Platz. Build up lots of ships. Okay, baue viele Schiffe at the shipyard with the latest weaponry from the research menu. Also am besten den neuesten Shit soll ich bauen. Und davon viele. Send your armada to a rival company star system and attack their station by moving a ships so that their station is within weapons range. Ja, ich soll halt hinfliegen, sodass sie angreifen können. Wer hätte das gedacht? Drittens, take out the bridge and the rest of the station will explode. Also die Brücke muss ich zerstören und dann ist die Station am Arsch. Invading, capturing space stations. Also ich kann sie auch anscheinend übernehmen. Infiltrieren. While destroying a station seems simply enough, stations have extremely high armor as well as a shield, as a defense grid and possibly even fighters. So the more successful option is to invade the station using robots to do this. Wir haben ja vorhin gesehen, es gibt an der Space Station diesen Battle Power Mode. Und na klar, wenn die den anhaben, ist natürlich alles viel mehr auf Verteidigung aus. Wird in meinen Augen natürlich dann auch schwerer, das Ganze einzunehmen. Deswegen sagen sie hier, versuch's doch mal mit einer feindlichen Übernahme. Constructor Troop Transport Ship. Also ich einen Truppentransporter bauen. Troops Transports already came preloaded with 10 Z-11 Bots. However, you can dock it with your space station to add more troops to it if necessary. Z-11 Bots will be armed with whatever weapon was selected from the Troops Transporter. Okay, also im Transporter bewaffne ich die oder wie verstehe ich das? Send it over to the rival company Star System and tell it to dock with the station, making sure it has a clear route. Okay, also sollte nichts im Weg stehen. Once it docks, your troops will try to get to the bridge. Troops may encounter defense turrets and doors, but these can be destroyed or forced open. Also die können aber auch zerstört werden und mit Gewalt geöffnet werden. The bridge may be surrounded by force fields and the door, which means you will have to destroy the four field generator, the four field, the force field wahrscheinlich, and either side of the bridge near the stairs. Wir sind durch. Okay, cool. Haben wir soweit alles verstanden. Ich würde sagen,
Wir stürzen uns dann gleich mal in die Singleplayer-Kampagne und ich hoffe, ihr habt Bock nach dieser doch etwas längeren Einleitung zu diesem Spiel. Aber ich denke, das war sinnvoll, dass wir alle mal verstehen, worum es überhaupt geht. So, dann, meine Freunde, wir wagen uns mal an einen Standardkampf oder aka Standard Skirmish. A Standard Assignment, where you are given a space station to command and must assassinate the opposition CEO any way you can. You can either build a fleet of ships to blow up his station or any army or robot to kill him directly, which is far more efficient. Also wegballern den anderen CEO, hab ich verstanden. Machen wir mal, los geht's. Wir haben einen Gegner, Medium. Ich würde sagen, das lassen wir mal so, wie es ist. Dann laden wir mal das Spiel. Ja, dann nochmal diese 15 Minuten Anfangstutorial. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das euch genervt hat oder ob ihr denkt, dass es bei so einem Spiel und Gameplay doch recht sinnvoll ist, auch mal hier reinzugucken. So, dann laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Das hier ist unsere Space Station. Sieht meiner Meinung nach sehr geil aus. Das Einzige, was mir schon aufgefallen ist, seht ihr, die Figur hier in Third Person sieht super albern aus. Wie so ein Roomba. Kennt ihr diese holy shit, auch die Maus hier hoch und runter. Alles da. Gut, da muss da noch ein bisschen Feintuning her. Ich glaube, ich bleibe in der Ego-Perspektive, sonst peile ich hier gar nichts. So, unser F1 ist hier der Hotkey-Menü. P Pause, J Initiate Fracture Drive when near Fracture Points, Dock Undock, First and Third Person Jump. Oh, Leute, Jump. Ah, da. Da muss ich mir mal die Sonne stellen, pass mal auf. Sehr geil. Also die Animationen sind halt noch, naja, wollen wir nicht so sein. Run, Interact, E, alles klar. Ich würde gerne mit irgendwas hinter... Wow, hallo? Was zur Hölle? Was macht das für Geräusche hier, Alter? What the... Oh, okay, alles klar. Ich bin außerhalb jetzt der Station. Inside-Tab, Outside-Tab. Ah, guck mal, kann ich hier die Station... Oh, wow, wow, hallo? Kann ich da zur Station zoomen? So. Alles klar. Das hier ist meine Station, da stehe ich gerade drin. Und Inside und Outside bedeutet, ich kann da reinschauen. So, ich habe gelernt, wir müssen was bauen. Nur aktuell, ich würde gerne jetzt wieder reingehen. Alles klar. Und so ein Hangar bauen. Cargo Bay. Ich habe auf jeden Fall 3000 Ironite, 2892 Coolant. Okay, hier ist so Schiffscheiße. Wie kann ich hier interagieren? Machen wir die 1-Taste drücken. Interact, Hack und Exit mit E. Ja gut. Aber irgendwie mag das hier noch nicht interacten, ne? Fight Control Offline. Welche Konsole kann ich denn benutzen? Habe ich irgendwas verpennt? Aber vielleicht soll ich hier meinen Commander-Sitz pflanzen, ne? Ja, nee, das wollte ich jetzt aber auch nicht. Okay. Fuel haben wir genug. Die Triebwerke sind, das ist wahrscheinlich die Prozentanzahl. Fuel. Ja, das Einzige, was mir jetzt gerade fehlt, ist so die Möglichkeit, hier was anzubauen. Das ist doch gerade gelernt. Ansonsten gefällt mir sehr gut, wie ich mich hier in dieser Station bewegen kann. Auch wie es hier alles aussieht, finde ich schon echt cool. Das ist schon mal ein großes Plus an dem Game, die Optik. Es fehlt natürlich, also es ist jetzt nicht Doom, ne? Also darf man jetzt nicht vergleichen. Was ist denn das hier? Okay. Aber irgendwie kann ich mir nicht interagieren. Okay, wir gehen nochmal hier rein. Ich schaue nochmal, dass ich hier jetzt das bauen kann. Wir haben Command. Hier oben, Galaxy Map. Diplomacy. Und da oben, das war's. Wie komme ich denn jetzt wieder zum Menü? Help. Wir hatten doch hier... The first thing you do is to log onto your computer using neural analysis. That will put you into a semi-state of droning. Unconsciousness allow you to access the session system. Real-time overview. Okay. Also ich muss die Konsole benutzen. Und ich soll eine Docking Station bauen. Das habe ich soweit auch verstanden. Kann ich denn in diesem Modus hier was bauen? Hier unten? Ah ja, Shift war das doch, oder? Genau, hier war das mit Shift. Kommen aber gerade nicht wirklich weiter. Hier kann ich auch nichts anklicken. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich das doch eigentlich alles durchgelesen habe mit euch. Boah, Alter, dieser Sound hier, wenn ich da drin hocke. Okay, wir gucken mal, ob ich die Konsole hier oben benutzen kann. Weil hier soll ich mich eigentlich hinsetzen. Aber es gibt auch kein E-Inter... Wow, doch, das gibt ein E-Interact-Menü. Komm, hier. Irgendwas passiert hier auf jeden Fall, wenn ich hier drücke. Okay. Ah, guck mal, hier, jetzt geht's.
Unit Construction, Research and Station Defenses, da ist es. Okay, Station Operation, sehr gut. Station Design, wow, what the fuck. Unit Construction. Docking Bay. Mining Ship. Kann ich wohl noch nicht bauen. Ich hätte gerne hier Factory Status, no Factory. Ich würde gerne Factory bauen. Research. Ich glaube, ich muss erst noch was researchen. Space Station. Command Control, Robot Factory, Shipyard, Shipyard. Und Docking Bay. Outpost Mining, complete. Fighter Bay. Fighter Bay würde ich gerne machen hier. Shipyard habe ich schon. Research, Unit Construction Station Design. Das hier ist auch ein bisschen abgefahren. Puh, diese ganzen Menüs habe ich gerade. Power Control, Cargo Bay. Ah ja, hier, das hatten wir das mit diesem Normalstatus und Verteidigungsmodus. Jetzt, ich mache Research hier gerade. Fighter Bay. Unit Construction und ich würde gerne hier was fabrizieren, aber was so geht es nicht, weiß man nicht, ne? Docking Bay. Starship und Docking Bay. Starfighter, Cargo Ship. Ich würde gerne so einen Hangar hier anbauen, aber irgendwie überfehlt mir gerade der Überblick, wo ich das dann mache. Station Defense. Das ist dasselbe hier oben, oder? Genau. Aber irgendwo muss doch jetzt hier Station Factory Status. Ich baue eine Factory. Das ist, ich müsste was um Current Research Fighter Bay. Okay, dann gucken wir mal. Research. Fehlt mir hier. Ah, warte mal. Das ist die Space. Wobei, das habe ich schon. Eine Mining Outpost. Good Factory. Ah, warte mal, die ist auch gerade in Research. Robot. Warte, sind die gerade alle in Research? Nö, ich mach. Warte mal. Fighter Bay Research. Die sind ja schon alle entwickelt. Wie kann ich die denn bauen? Goods, Robots, Shipyard, Docking. Ist doch alles hier schon Research. Das ist doch grün. Und Fighter Bay entwickle ich gerade. Structuralist. Ich klicke jetzt mal alles durch, Leute. Das fällt mir nicht ein. Defense. No Fighter Bay. Ja, das entwickle ich gerade. Unit, ja hier, Unit Construction habe ich hier, aber, und Station Design ist das hier, Station Design, Docking Bay, ah, das ist ja mal ja, warum sieht das denn so aus? Okay, Docking Bay wird da eingebaut. Shipyard, das ist ja auch witzig. Kann ich hier kann ich, ich habe wahrscheinlich keine Ressourcen mehr, ne? Okay, jetzt sollte ich eigentlich hier was angebaut haben. Ah ja, aber es ist riesig. Check mal das mal aus hier. Hat mir das gedauert, sorry Leute. Ich habe das falsche Menü mir angeschaut. Da rennen wir doch gleich mal rüber und gucken uns das Shipyard an. Das habe ich da... Wow. Hat gerade ordentlich geleuchtet. Hallo? Hallo, Shipyard. Open. Nice. Das habe ich einfach gerade mal hingebaut. Und da vorne bauen die gerade ein Schiff, oder wie sieht's aus? Ja, die printen gerade dieses Schiff hier. Wie geil ist das denn? Ich dachte schon, ich sterbe. Das ist unser erstes Schiff, das hier gebaut wird. Oder gebaut wurde. Schaut so aus, als würdest du es gleich abheben und das Arbeiten anfangen. Das ist schon geil, oder? Also gefällt mir gut. Boah, Alter, diese Galaxie. Jesus. Nice Optik. Schiff, das ist schon geil, ey. Ich glaube, es wird wieder was gebaut. Ich glaube, das macht er automatisch. Da hebt das Schiff ab. Ciao, mach's gut. Sehr cool, sehr cool. Also unser Shipyard ist schon am Basteln. Wir gucken uns hier am Terminal an, was hier gebaut wird gerade. Ach, guck mal hier. Hier kann ich nicht ans Terminal ran. Ich muss auf meinen Commander sitzen. Und wir bauen gerade ein Mining Ship. Small Ship Fabricant. Oh. Mein Laser. Habe ich gerade gar nicht benutzt. Ja, sieht schon ein bisschen lame aus, ne? Genau, ich schieße jetzt nochmal dein Schiff. Okay, Entschuldigung. Jetzt haben wir hier so Kisten. Das ist der Ausgang.
Gut, dann gehen wir wieder zurück. Die Mining Ships sind auf dem Weg. Sehr gut. So wie ich das verstanden habe, kümmern die sich jetzt eigenständig darum, dass Ressourcen angeschafft werden, dass ich weitere Sachen bauen kann. Dann gucken wir uns auf der anderen Seite nochmal dieses Dock an, was ich gebaut habe. War das die Roboterfabrik? Ne, ich glaube, das ist einfach nur ein Schiffsdock hier. Ups. Okay, Cargo Bay. Ah, das ist ein Lager. Oh, das ist schön. Guck mal, sieht so aus, als würden da die Sachen hier drin auch gelagert. Und hier, ah, sind die Fabrikroboter. Das ist schon geil. Das gefällt mir gut, ey. Das halt, dass man so eine Wirtschaftssimulation hat. Auch Ressourcen eben verarbeiten muss, ab- und anbauen und das Ganze auch dann wirklich begehen kann und das gefällt mir. Das finde ich schon eine coole Sache. Das ist cool. Nicht so spektakulär, aber mir gefällt das gut. Und hier, da hinten, guck mal, ist ja schon am Abbauen, der Miner. Ah, das ist auch so faszinierend. Der Planet sieht so krass aus. Soll ich da einfach hingehen oder muss ich hier mal E drücken? Okay, alles klar. Hier waren wir ja gerade drin. Gucken, ob ich hier auch meine Schiffe... Genau, hier sehe ich schon meine beiden Miner. Gucken, was der so gerade macht. Wo kann ich den auch irgendwie zentrieren? Okay, was macht der gerade? Der hat gerade zu Ende gemint und wird jetzt anscheinend hier reinfliegen und die Ressourcen ablegen. Genau, wir sehen jetzt, wie er wieder reinkommt hier. Oh, ist schon cool. Okay, the research ist fertig. Dann gucken wir mal, dass wir eine effizientere Kühlung für unsere Station bekommen. Und Station Design. Wo sehe ich denn, was es kostet? Shipyard habe ich schon gebaut. Fighter Bay. Und eine Robot Factory. Okay. Shipyard. Wow. Das ist ja riesig. Ah, kann ich hier drüben anbauen? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Nee, ich wollte das bauen. Okay, habe ich angebaut. Ah, so geht es hier. Shipyard ist ja auch krass. Guckt euch das mal an. Meine Station wächst und gedeiht. Voll geil. Okay, ein zweites Shipyard brauche ich nicht. Da können wir jetzt eigentlich anfangen. Unit Construction. Weitere Mining Ships zu bauen. Und ich würde sagen, wir beginnen auch schon mal. Ja, was machen wir denn? Das hier ist der Cargo Transporter. Hier rausgehen, da hat irgendwas geleuchtet. Ist schon ganz cool, ne? Eine Station hier. Wir produzieren aber noch keine Sachen in der Fabrik, so wie es aussieht, ne? Hier ist gerade einer gelandet. Der lagert wahrscheinlich gerade die Sachen ab. Ich baue nochmal das Schiff. Wer bist du denn, Bruder, ey? Ist das ein Freund oder ein Feind? Das ist doch keiner von mir, oder, hier? Ich kann ja auch nicht anklicken. Was macht denn der? Hä, wo kommt denn der rein? Ist das ein Trader? Ich kann ihn leider nicht anklicken. Auf jeden Fall fliegt er da einfach rein. Jetzt frage ich mich, was das für ein Schiff ist hier gerade. Auf jeden Fall sieht er nicht so feindlich aus, aber habe ich den schon wirklich? Ist das meiner? I don't know, Leute. Okay, Info, Info. Thanks for letting me dock. I look forward to doing some trade with... Ah, ist ein Trader! Fighter Bay Research complete, okay. So, wie kann ich denn jetzt mit dem Trader mich unterhalten? Bei Diplomacy nicht? Tja, wie kann ich mit dem jetzt traden? Ich habe den angeklickt, aber das geht nicht. Das wäre ganz praktisch. Mit Shift vielleicht? Da war irgendwas mit Subsystem Display. Gucken wir noch, was meine Schiffe machen. Eine Übersicht meiner Schiffe hätte ich auch gerne so, dass ich aber weiß, was denn die UNs gerade machen. Construct, Research. Jetzt bin ich so an einem Punkt angekommen, wo ich nicht weiß, was ich weitermachen soll. Field Capacity, Coolant habe ich, Iron Knight. Ich sehe auch nicht, wie viel ich da bekomme und das hier rechts. Ach, guck mal hier. Den muss ich töten, den Typen. Ich weiß ja nicht, wo der ist, ne? Ich
Ah, hier sind die Chips. Ah, okay, super. Wenn ich raushole, kommt dieser Station Center. Ja, dann würde ich sagen, dann bauen wir jetzt mal ganz simpel. Starships, eine Fregatte. More advanced version of the... Ja, genau. Das machen wir jetzt nächstes. Kann ich ziemlich in die Warteschlange packen? Nee. Ich baue jetzt mal 5 von diesen Schiffen. Dann gucken wir wieder in Chicago Bay. Gucken wir uns an, wie das Schiff gebaut wird. Hier ist schon reger Verkehr bei mir. Das ist der Händler. Gucken, ob ich hier irgendwo eine Möglichkeit habe, mit ihm zu reden. Hallo, Händler. Hallo. Mal drauf schießen. Oh, ich glaube, nee, es hat nämlich gefallen. Entschuldigung. Das sieht aber schick aus, das Schiff. Ah, die Texturen sind noch ein bisschen crappy, aber okay. Hier, wer bist du? Ist das schon ein Kampffighter? Guck mal, wie die aussehen, ey. Wow. Diese blöden Dinger hier, die sie da eingebaut haben, wo man drüber springt. Ah, okay, einer ist schon draußen, der ist gerade raus. Kann ich eigentlich auch hier raus? Nein, nicht ganz. So sehen also die Fighter aus, die ich gerade baue. Okay, wow, das war knapp. Da hat mir mein Kopf geflogen. Boah, diese Kamera hier als Third Person ist noch so gewöhnungsbedürftig. Ich zieh das mal rein hier. Okay, das machen wir lieber nicht. Das ist noch nicht ausgereift. Jetzt mal wieder zurück in meinen Commander-Sitz und dann versuche ich mal mit meinen Schiffen, die ich gerade gebaut habe, ein bisschen durch die Gegend zu fliegen. Ich weiß nicht, ob die automatisch schon dann direkt loslegen und sich erkunden oder so. Ja, müssen wir mal gucken. So, da ist meine Truppe. Einer fehlt noch. Wow, Direct Control. Das ist ja nice. Seht ihr, ich kann aber die Schiffe selber fliegen. Das ist ja cool. Ich kann also meine Fights selber kämpfen aus der Perspektive der Schiffe. Das finde ich schon mal sehr nice. Ist die Frage nur, wenn ich jetzt hier diese alle markiere, wie bewege ich die? Ich würde sagen, wir fliegen mal da hoch, zu diesem Punkt. Unknown. Was, da kam da gerade für ein Signal rein, Small Corvette. Guck ich mal, dass ich die da abfangen lasse, meine Flieger. Und irgendwie einer fehlt, oder? Sind es nur 3? Auch nochmal mehr. Also 5 gebaut. Ich glaube, es ist ein feindliches Schiff, oder? Ah, warum fliegen die denn jetzt da rüber? Hallo, komm zurück. Was ist denn da hier los gerade? Wo sind die anderen beiden? Was machen wir damit? Guckt euch mal dieses Schiff an, was für ein Monster. Holy shit, alles klar. Kampf. A Small Corvette ist das Ding, Mann. Das ist ein Riesen-Corvette. Okay, ich sollte vielleicht mal Unit Construction, mal Research hier. Starships, Fregatte, habe ich jetzt schon Research hier. Wow, ist größer, bisschen mehr Feuerpower. Magst du auch mal angreifen hier? Warum fliegt denn die ganze Zeit im Kreis hier? Okay, Direct Control, let's go. Wow. Holy shit. No! Ich bin aber reingeflogen. Oh nein, sag bloß, ich bin draufgegangen. Weil ich selbst da reingeflogen bin. Okay, nein. Ah, ein bisschen, das war schon ein bisschen scheiße. Das ist ja voll das Monsterschiff, Mann, Leute. Die haben ja keine Chance, die Jungs. Ich glaube, ich sollte mal ein paar mehr bauen. Warning, warning, warning. Ja, danke. Ich glaube nicht, dass meine Schiffe das überleben.
Aber die haben die Korvette schon ein bisschen runtergeballert. Ich hoffe, dass meine Konstruktion zügig nachkommt. Und du hier fliegst ein bisschen im Kreis, oder Starfighter? Weiß nicht, was hier drüben passiert. Oh, wie... Ah, es ist diese Research... Ah, guck mal, ist das mein Schiff, das ich gerade baue oder researche? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall passen die nicht... Dieses Ding hier geht mir leicht auf den Sack. Warum fliegst du den ganzen Satz im Kreis? Komm, flieg da hoch. Komm, scheiß drauf. Ja, das wird halt ein guter Kampf, ne? Wow, es sind zwei? What the fuck? Was ist denn das für eine Riesenarmada? Komm zurück, Rudi. Alter, was sind denn das für Schiffe? Zwei und was ist das für ein Monster hier? Alles klar, Mann, ey. Sind wir mal direkt vor meiner Haustür, ne? Halleluja, ey. Fuck. Ich glaube, ich muss gleich meine Station auf Defense stellen. Warum kann ich denn immer nur noch so scheiße Mist bauen hier? Warning, Meteorite Storm approaching. Was, ein Meteoritensturm auch noch? Na, Halleluja, ey. Oh, na, das hätte mal Spaß. Ah, ich baue jetzt 10 Starships, ne? Small Corvette. Docking Bay. Starfighter. Ah, okay, ich verstehe. Es sind zwei verschiedene Schiffe. Die sehen nur gleich aus. Ich hätte die Starfighter bei uns. Alter, gegen die Dinger. Das wird ein heißer Kampf da oben. So, das heißt, die Starfighter kommen hier raus. Und hier bauen wir die großen. 10 Stück, habe ich da gesagt. Soll er bauen. Okay, jetzt habe ich auch so ein Monster. Zumindest eins. Der hat halt mal zwei davon. Oh shit. Ich glaube, meine Station muss gleich mal in den Kampfmodus. Holy shit, die Meteoriten kommen rein rechts. Auch noch, Alter, was ist hier los, Game? Okay, Station Defense, Race Shield. Activate Defense Grid. Alter, dieses Riesending hier. Nein, nein, nicht zu dem großen Held fliegen. Oh no, guck mal, wie mein Schiff drauf geht. Meine Station wird auch noch angegriffen. Defense Grid online, ja. Launch all. Alter, ist ja mega fight hier, Alter. Das geht nicht ab, ey. In den ersten 5 Minuten. Nein, mein Schiff ist gleich ripped. No, no, no. Alter, wie es abgeht. Guck mal, der hat auch so kleine Schiffe, so kleine. Hab ich denn keine hat meine Station keine Verteidigung? Und keine Laser hier drauf oder so? Habe ich nichts zum Schießen? Mein Schiff, die Station wird voll auf den Sack. Station Defense. Correct. Upgraded, repaired? Was? Wollte ich doch gar nicht. Du sollst schießen. Okay, irgendwas ist da. Gott, geht hier mächtig schief gerade, Leute. Alter Schwede, ich wusste ja nicht da. Oh nein, komm, was ist denn hier los? Das ist noch so ein Riesending. Are you kidding me? Ey, ich werde so hart bestraft hier. Dafür, dass ich ein Noob bin in dem Game. Ey, zwei solche Riesendinger und. Ey, willst du mich trollen, ey? Guck mal, der ist doch gleich wieder Schrott hier. Gibt's hier Pause oder so? Ja, hurra, ey. Ist ja der Wahnsinn, ey. Super, wenn ich... Na, ja. Ja, gut, ich kann nichts forschen und bauen, aber klar. Scheiße, ey. Turret-Type hier, aber kann ich das denn bauen? Launch Squadron, Launch All, Fighters Control, Sex in Space, Recall... Mal Pause, geht halt nicht, ne? Nein, 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 nein. Launch all. Alle raus. Will ich nicht zurückholen. Damn it. Einen muss ich doch vom Himmel holen, bitte. Und fliegen die jetzt, die Penner, ey. Guck mal, wie schon der im Arsch ist, ohne dass wir einmal geschossen haben, ey.
Holy shit. Wie kann ich denn hier schießen? Was ist denn hier die Steuerung? Hallo, was macht er denn? Kann ich überhaupt schießen? Habe ich überhaupt Waffen? Wir gehen unter, Leute! Holy shit. Habe ich überhaupt Waffen an den Dingen? Enemy Transport is docking. Alter, und die übernehmen uns auch noch. Enemy Transport is docking. Nicht euer Ernst, oder? Okay, Leute, ich würde mal ganz klipp und klar sagen, ich habe hart gefailt. Aber das Spiel hat mir auch wirklich keine Chance gegeben. Es hat ja keine 20 Minuten gedauert. Bis hier der totale Angriff, ey. Das mit den Ressourcen habe ich nicht gefallen. Damit auch schon. Oh Gott. Ich bin wieder alles. Wenn sie die Gegner sieht, immer. Verpisst euch, ey. Voll intens, Mann. Geht richtig zur Sache hier. Der Kram, ey. Ich dachte schon, es ist ein Gegner hier. Was tun für ein Ei? Hallo? Help! Ich bin wieder draußen noch rumgeballert. Ich kann mich mal laufen. Also ich hätte, wie gesagt, ich bin sehr überrascht, dass mich das Game nach so kurzer Zeit gleich so massiv beschäftigt und mir eigentlich hier keine Chance lässt. Der kam ja mit einer Übermacht von Schiffen an und es gibt ja keinerlei Hilfestellung. Also da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Weil ich denke, das Spiel hat echt Potenzial, aber was ich so gar nicht packe, ist, wenn du mal anfangen, bei einem Standard-Skirmish gleich so überrannt ist vom Gegner, oder von der PC, oder war Mittel eingestellt, ne? Natürlich ist Mane. Jetzt haben wir schon 3 von diesen Riesenschiffen hier. Wisst ihr was? Station Defense. Ich habe das Schild mal ausgemacht. Ich würde fast sagen, ich gebe auf. Das ist einfach zu krass. Es sind schon 3 von diesen Schiffen da. Ja, also hier diese Riesendinger. Dann habe ich hier hinten einen von meinen, der einfach da rumsteht und gar nichts macht. Also weiß auch nicht, was das soll. Und ich gebe es auf. Ich denke, ich habe euch einen ganz guten Überblick verschafft über dieses Game. Durch das Tutorial, was wir am Anfang gemacht haben, habe ich euch auch ein bisschen gezeigt, wie die Steuerung funktioniert und alles Mögliche. Ist noch im Early Access, deswegen, da wird es mit Sicherheit, guck mal, kommt noch mehr, wird es noch mehr, Informationen geben und Verbesserungen natürlich zum Game. Mir persönlich hat es Spaß gemacht, nur der Einstieg hier, heilige Scheiße. Schaut euch das an. Ich habe ein Schiff im Bau und ich werde ständig einfach nur abgeballert. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Interesse. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mit mir dieses Spiel mal anzugucken und wünsche euch weiter eine gute Zeit auf meinem Kanal. Ich bin einmal draußen, macht's gut. Ciao, euer Ralf. Und schade, ich hätte gerne gewonnen. Aber so ist es normal.